Da kannst du hingehen und die versuchen zu zähmen. Viel Spaß. Beschärfe die Abhöraufnahmen von Lilith. Besiege Bol. Schon mal deinen eigenen Tod vorgetäuscht? Knifflige Sache. Mach ich jeden Tag mit einem Tod ein vortäuschen. Gemacht, um jeden Tag. Abzuschütteln. Immer wieder. Aber irgendein Bandit ist mir so, auf die Schliche gekommen. Ah. Wenn du ihn nicht ausschaltest, erzählt der Hyperion alles, was er weiß. Das ist ja. Wo, warum das ist so gut. Aber konnte man hier nicht irgendwo schnell reisen? War das? Ja, guck mal, du was findest. Schnellreisetonzion, weiß ich doch. Sanctuary. Schnellreise ist weise. In der Tat, ja. Die Flagge, schreib mir nur eh. Meine, ja. Ich glaube, wir sollten mehr Schnellreisestationen nutzen, dann muss man nicht so viel Auto fahren. Auto ist hinter uns. So viel zu dem Thema. Waffen, Waffen, Waffen! Was ist das für ein Gammelschild, Alter? Hä, was soll das denn? Fickt euch. Wieso, ist da was Geiles, oder ne? Ne, das ist nur Schmutz, Alter. Beim Viren auch, ja, ne? Ja. Okay, haben wir den gleichen Problem. Alter, ich will ja... Dann nicht irgendwie so ein billig Wischschild. So. Ja, da, da. Schau drin. Da. Gut. Eingepackt. So, wo ist denn der Bulle? Der oh. Bulle. Gut, der? Ich darf gegen irgendwas kämpfen und nicht gegen Schweine kämpfen. Oh lol! Ich hab den einen gewonnen-shot, der ist einfach komplett geplatzt. Nice. Er kann doch ins Maul schießen, ne, wenn die so den Hund aufmachen. Ja, ja. Das ist voll. Oh. Ich finde schön, wie der auf mich gefokust war und den Psycho neben ihm, der ihn komplett kaputt hat, einfach ignoriert. Den nehme ich. Bevor wir die Zahlung anweisen können, müssen wir Ihr Material durchhören. Legen Sie die Echos in den angegebenen toten Briefkästen ab. Finde diese Echos, Killer. Wenn Hyperion herausfindet, dass ich lebe und mit den Crimson Raiders kooperiere, droht uns ein neues New Haven. Ja, nee, dann liefern wir dich einfach aus und dann bringen die dich um. Ja, eben, das war nicht unser Problem. Nein, du klar kommst. Nein, da wollte ich gar nicht schauen. Boah, blitzt das immer. So, auf dem Fahrersitz, ja genau. Tor! Wow, diese Fahrt hat sich richtig gelohnt. War sehr, sehr wichtig, die Fahrt, diese 2 Minuten. Ja. Hallo Nomade! Hey Psycho! Was? Ich war verkehrt rum? Ja, von mir aus. Oh, okay. Ja. What the hell, Badass Psycho! Schön, wollte ich beim Kacken jetzt nicht stören, das tut mir ziemlich leid. Ich wollte beim Kacken stören. Was macht der? Okay, ich will gar nicht wissen, was ich aber. Was ihr da auf dem Klo gemacht habt. Ich möchte es gar nicht wissen. Mein Gott. Oh. Hau jetzt. Ja. Ah, die Schnauze. Oh. Oh. Beide Scheißwaffen. Na, danke. Vielen Dank. Ah, geil. Hat sich ja gelohnt. Ey. Bestimmt. Hier drin, ne? Nur hier drin. Nein. Hier drin. Geld. Nein. Mülleimer. Nein, auch nicht. Gefunden, oder? Hier? So. Ich dachte, man es runterschießen konnte. Na gut. Dann nicht.
Hat er das vielleicht verloren irgendwo, der Dicke? Nee, das ist wie eine Waffe. Wie weit kommt man denn nach oben? Kommt man auch? Nee, weiter kommt man nicht. Hier runtergefallen ist auch nichts. Lilith, könntest du deinen Tod nicht einfach mal richtig vortäuschen, so wie das jeder Mensch macht? Ja. Muss man dir dann alles erklären? Oh Gott, was ist denn? Eine hässliche Knarre, ne, danke. Ich glaube, die Granatenbots kann ich auch mal verkaufen. Also hier oben ist auch nix. Ja, Lilith haben wir nicht gefunden und nach Hause. Tut mir leid. Hier haben wir auf dem Dach. Ja. Oh, hat was gebracht? Ich habe einen Bullymon getötet. Ah. Hier oben ist ein guter Sniper-Spot. Die Leichen nochmal durchgucken? Nee. Oh. Oh, lol. Ach so, du schießt die da raus, komm. Ja, ich hab die gewonshottet, die dumme Sau. Oh, da kommt noch einer. Ups. Wow. Wie sie immer noch sagt, au. Geil, ey. Oh, da kommt noch einer. Ah, Mist. Ja. Also irgendwie verstehe ich das hier nicht. Nee, ich auch nicht. Sind wir noch so doof gerade oder was? Ja, es ist schon wieder mit Verstecken, wie das so ist. Es ist irgendwo versteckt, wo man jetzt nicht so auf Anhieb hinguckt. Hm. Oh fuck. Das ist ja. Das ist ja auch ein relativ. Na, ein großer Bereich nicht, aber da das natürlich auch hoch geht. Aber. Ja gut, ja, Ort ist erst der Echo, ja, ja. Aber das Spiel, wo ist das erste Echo? Jarvis sucht das Echo. Das wäre jetzt sehr nützlich. Bei Iron Man geht das. Macht er immer Jarvis? Dann macht er tote Dinge. Ich bin auch ein Jarvis. Alter, wenn ich reich und Genie wäre, ich will einfach nur einen Jarvis bauen, dann wäre gut. Würde mir reichen. Oh, so, moin. Joa. Muss sein, nachdem ich Iron Man 1 geguckt habe. Oh, da habe ich das gefunden, denn glaube ich. Nachdem ich Iron Man 1 geguckt habe, habe ich irgendwie Bock bekommen auf Superhelden-Spiele. Ach, hier ist es dran. Hä, was? Warte mal. Hier wird dich Hyperion nicht finden. Danke, ja, ich finde es auch schön. Wow. Grausig. Gemütlich. Leck mich doch am Arsch. Du hast verkohlte Banditenleichen am Eingang festgebunden. Leichen haben nett was Gemütliches. Wie damals in unserer Bude in New Haven, bevor. Ich gehe dann mal wieder. Sehr feinfühlig, Lilith. Warum? Ich meine, verbrannte Leichen stinken irgendwann auch, also glaube ich. Glaube ich, sagte der Massenmörder. Oh ne, hier so. Ne, oh ne, war. Ah ne, ein Skag, also hier ein Skag. Okay. Skag ist okay, ich hatte schon den. Oh, da liegt Iridium, das will ich haben. Na gut. Ja, wir müssen eben aussteigen. Ah ne, das ist ein Skin. Oh wow. Noch ein bisschen sonst? Ja, ich weiß nicht. Ah. Bestimmt wer drin, oder? Yep. Hm? Ach da. Benutzen? Ah. Oh, der hat's ausgespuckt. Nice. Wo brennst denn schon wieder? Ich habe jemand verflüssigt.
Was? Bitte? Ich war jagen und hab was von diesem Eridium-Zeug gefunden. Und einer von diesen irren Kultanhängern hat mich gesehen. Ich hab ihn verfolgt und geschnappt. Und da hat er sich einfach... verflüssigt? Es war Wahnsinn. Keine Ahnung, ob das mit der Öffnung der Kammer zu tun hat. Oder weil ich eine Sirene bin oder beides. Aber dieses Eridium-Zeug ist der Hammer. Du siehst ziemlich blass aus. Ja, ich bin ein paar Mal umgekippt. Aber das könnte eine Riesensache sein. Okay, aber warum schickst du kein Echo? Warum rufst du mich hier raus und gehst das Risiko ein, dass Hyperion herausfindet, dass du immer noch für die Crimson Raiders arbeitest? Weil ich, also du... Wie geht's dir denn so? Ich geh da mal wieder. Okay. Okay. Oh, wie geht's denn so? Ah. Wahrscheinlich endet jedes Echo damit, dass Roland sagt, ich geh da mal wieder. Ich geh da mal wieder. Ah, nee. Ja, weg. Oh Gott. Das hat fast funktioniert. Ja, aber nur fast. Oh Gott. Wir müssen nie hier lang. Glaube ich. Sieht zumindest so aus, ja. Sag doch. Das war also eine Abkürzung. Okay. Ja, das war eine Abkürzung, kann man gucken. Natürlich, natürlich. Eine Kurzabung, man kennt's. Okay. Weiß ich ja nicht. Ja. Cool. Halber Jump Run hier. Also. Vorlands, oh, das Jump Run. Hast du gefunden? Waffenkiste. Oh, da ist absolut nur Scheiße dran. Ja, cool, danke dafür. Jack, danke für, danke. Einfach ihrem Schicksal überlassen. Cool. Die Raiders könnten Hilfe gebrauchen, du solltest sie finden. Noch ein Kammerjäger, was? Mal sehen, ob ich ihn auf meinem Rückweg nach Sanctuary per Echo erreiche. Gut. Du kannst jetzt gehen. Was? Ich bin doch gerade erst gekommen. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich einen Einfrau-Krieg gegen die Tundra-Banditen führe, damit du Jack jagen kannst. Aber wenn dir nach Gesellschaft ist, lasse ich den Firehawk-Kram sein und lass die Bloodshots Sanctuary überrennen. Nein, nein, du hast natürlich recht. Oh fuck, so weit nach unten wollte ich gar nicht. Wir könnten uns Kakao machen. Wir könnten über Jungs quatschen. Kakao. Ich melde mich, wenn ich den Kammerjäger gefunden habe. Tut mir leid. Das... sorry. Sich einfach desinteressiert geben, das wirkt. Ja gut, aber hier noch gar keine Schnellreisestation, ne? Ja. Sieht nicht so aus. Dumm. Was für ein Müll. Warum nicht? Hey, wir sind davon auch schnell. Hier liegt Heilung für dich, was du brauchst. Heilung ist immer gut. Ich will mal aus eine Spritze in den Arm rammen, die da irgendwo rumliegt. Das oh. Ja, schon. Bulli! Die Ehrenrunde. Bald. Hey, Bulli. Altes Spiel. Ja, allerdings. Hier kriegen wir auch ein Auto her, wa? Ja, Junge, vernünftige Schilde möchte ich gerne haben. Oh, warum sind die denn alle so scheiße? Verlierst du deinen besten Kumpel? Deinen besten Kunden? Problem natürlich, er hat eine Monopol. Aber warte, da brauche ich Boost. Mhm. Ich weiß, was ich tue. Nee, eigentlich war das war oh gut. Gott. Oh nein, oh Gott. Hey, wir leben ja noch. Hm. Wenn ich nur als Sanitäter wäre. Ah, ich weiß schon, was ich tue. Ah, nee, eigentlich nicht. Ups, das war wohl eine Serie, ne? Huch. Ich hab da mal so ein TikTok-Video gesehen. Ich hab hier erst mal Shuffle Emergency Room auf DVD. Ich weiß, was ich tue. Oh Gott. So. Gut für die Bandscheibe, mein Fahrstil. Ja, allerdings. Au. Der ist bestimmt nicht so weich gefedert wie mein C4. Ja. Aua. Oh Gott. Das geht nicht.
bin so froh, dass es hier keinen Schaden bei Unfällen gibt. Ich glaube, wir würden so oft Schaden kriegen. Ja, definitiv, so wie du fährst. Ich meine nicht, dass ich es besser könnte, aber... Oh Mann, ey. Man muss sich gut fahren können, um bis sein Leben ankommen. Ja. Das eine führt meistens dazu, dass das zweite nicht möglich ist, aber naja. Ich bin falsch abgebogen. Egal. Hallo Scooter, na? Wie geht's? Wie geht's vor dem Kinder? Oh, muss ja, ne? So. Na, Claptrap, wie geht's dir? Leider ein bisschen zu gut. Ich schnaufe wie ein Schwein. Das muss doch eigentlich nicht sein. So, dein. Wie haben dich die Banditen überhaupt geschnappt? Ich war pinkeln und einer von denen hat mich K.O. Ich war pinkeln! Ja, wir haben dich Banditen geschnappt. Ich war pinkeln. Aber noch eine Sidequest oder? Handsome Jack wird uns alle killen, wenn du ihn nicht aufhältst. Er meint Hallo. Das ist seine Art, Hallo zu sagen. Hi. Ja, hallo. Klar. Na? Tut mir leid. Hi. Ich werde ehrlich zu dir sein, Soldat. Wir verlieren diesen Krieg. Fang ich schon wieder so an. Seit Jahren versuchen wir Jack zu stoppen, indem wir seine Männer erledigen und seine Iridiumminen plündern. Mhm. Aber das reicht nicht. Du bist Jack begegnet und du hast überlebt. Du hast Rippers und Bloodshots besiegt. Und mir und Lilith den Arsch gerettet. Danke. Okay. Ich bin das Drachenblut. Ah, ne, falsch gespielt. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir deine Hilfe, Kammerjäger. Wir dachten, Jack will eine Kammer öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora auszulöschen. Yep. Aber dank einiger Infos, die ich von einem Hyperion-Konvoi gestohlen habe, fand ich raus, dass wir falsch lagen. Was? Er will keine Kammer öffnen, er will sie kontrollieren. Ich kann mich gern wiederholen. Was? Was? Jack sucht, ist kein Alien-Gefängnis oder Waffenlager. Sie ist lebendig. Ein uralter iridianischer Krieger. Mächtig genug, alles Leben auf Pandora zu zerstören. Wer ihn weckt, kontrolliert ihn auch. Das klingt übel. Ja. Wenn Jack den Krieger weckt, ja. Aber wenn wir den Krieger vor ihm kontrollieren... Könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten? Ja, dieser Plan gefällt mir. Es gibt da ein Problem. Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken. Nur Jack hat ihn bereit. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss? Uns bleibt nicht viel Zeit. Jede Unze, die Jack von dem Zeug zutage fördert, bringt ihn seinem Ziel näher, diesen Krieger zu kontrollieren und uns auszulöschen. Wir brauchen diesen Kammerschlüssel. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, dann mein Spion im Tundra-Express. Er kann so gut Infos besorgen, wie er trinken kann. Also bin ich mir sicher, dass er gerade seinen Rausch ausschläft. Du wirst eine Feuerwaffe brauchen, um ihn zu wecken. Ich erkläre dir alles, sobald du dort bist.